Für uns war klar, das Spiel war am Anfang, wird sehr schwer werden, da wir nur 11 Leute im Kader hatten. Aber wir haben uns gut gehalten, haben gut gekämpft, haben gut gebissen. Alle sind ja jetzt hart am Schwitzen. Alle können nicht mehr. Leider haben wir einen Ausfall jetzt zu verklagen oder erklagen, weil unser Stürmer Felix sich eine Platzwunde zugezogen hat. Keiner weiß, wie lange er jetzt ausfallen wird. Ich denke, 2 Wochen. Tut natürlich weh jetzt für uns in der Abschlusssaison, da wir generell immer nur noch so wenig sind. Aber wir werden die Saison jetzt weiterhin für Felix und auch für den Rest der Mannschaft zu Ende führen. So viele Punkte holen wie möglich. Und ich denke, heute und auch das Spiel letzte Woche war ein Schritt in die richtige Richtung. Und wenn wir die Saison so zu Ende führen, können wir auf jeden Fall erhobenen Hauptes die Liga beenden. Naja, der Anfang war relativ unglücklich. Wir waren einfach nicht konzentriert, da war keine Körperspannung dabei. Und ich weiß auch nicht, also das ist immer schwer zu beschreiben nach dem Spiel. Aber da hat uns so ziemlich alles gefehlt, was man im Fußball braucht, um irgendwie erfolgreich zu sein. Und dann, wenn man dann schon 3-0 hinten liegt, dann ist es dann schwer zurückzukommen. Und wenn ich dann diese Möglichkeit nutze, die ich habe, wo es 0-3 steht und das 1-3 mache, vielleicht nimmt das Spiel dann eine andere Wendung. Aber muss ich da ein bisschen kaltschnäuziger sein und dann vielleicht holen wir da noch was. Ja, ich bin hingegangen, hab geknipst, ne? Also unser Michi da, der Torwart, hat mir eine Vorlage gegeben beim zweiten Tor und dann zack, ganz einfach. Also Gesamtfazit, ich find's halt einfach geil, dass wir in der Oberliga spielen. Wir haben uns das letztes Jahr hart erarbeitet, hart erkämpft. Wir haben versucht, alles hier in dieser Liga zu geben, klar. Und zwar auch allen klar, dass wir vielleicht nicht oben mitspielen werden. Mittelfeld wäre jetzt, glaube ich, auch fraglich gewesen. Also es war uns schon klar, dass wir unten drin wahrscheinlich auch stehen werden. Ich bin halt einfach stolz, dass wir es geschafft haben, jetzt 10 Punkte zu holen. Wir haben jetzt noch ein Spiel, vielleicht wäre es noch 13, wer weiß. Aber ich bin halt einfach stolz auf die Mannschaft. Also ich kann es auch fürs Trainerteam sprechen, es war halt einfach geil und es ist auf jeden Fall eine gute Erfahrung. Also ich bleibe primär im Tor, aber wenn der Stürmer nicht da ist, übernehme ich das gerne.